Servus Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von der Rennfahrerkarriere. Es ist Sonntag, wir sind in Ungarn und wir stehen auf der Pole Position mit einer grandiosen Zeit. Ihr habt es eben gesehen, eine perfekt getroffene Runde. Alle drei Sektoren waren lila, das bedeutet absolute Bestzeit. 1:30,7 bin ich gefahren, der zweite nach mir ist nur eine 1:31,0 gefahren, also war 0,3 langsamer als ich. Was hier ja schon eine Welt ist und ich weiß jetzt gar nicht genau, wer hinter mir ist, aber ich glaube, es ist nicht Oshima. Wir gucken gerade mal Fahrzeug-Setup, ich habe ein bisschen aggressiveres, ich bin jetzt einfach volle Lotte auf Abtrieb gegangen, ja. Scheiß auf Geschwindigkeit hier auf der Geraden. Vorher hatte ich jetzt 16,16, ich glaube, ich hatte ich 14,15? Irgendwie sowas, also schon recht kurvenlastig, aber halt nicht komplett. Aber ich habe gedacht, komm, wie weißt du was, hier auf der einen Geraden, da macht halt eh nichts aus. Also gehst du volle Leute Kurve. Und es hat was gebracht. Ich bin auf jeden Fall jetzt Pole und picken, gucken gerade mal. Wett. Oshima 7, okay. Aber das? Ja. Hä? Ja, der ist da vorne geschafft. Okay. Ja, gut, ne? Scheint, die haben einen Turbo über Nacht eingebaut, oder was? Ja, ne. Also, schön, freut mich für dich. Kassel, noch nie gehört den Namen. Naja, okay. Also, Oshima ist auf 7. Ja, gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, legen wir los. Startplatz 1. Gibt nichts mehr zu sagen? Ne, alles klar. Dann springen wir rein ins Rennen. Viel Spaß. Be ready. So. Hoppa, was denn jetzt? Warum funktioniert der? Green, green, green. Okay, der Brake-Knopf funktioniert jetzt doch nicht mehr. Was ist denn da schon wieder los? Was spielt mir die Technik denn hier für einen Streich? Zuerst ist der Kassel auf der 2. Dann funktioniert der Brake-Knopf. Nee, anders. Zuerst fährt der Oshima hier weltmeisterliche Zeiten, ja? Dann funktioniert der Brake-Knopf. Dann ist Kassel auf 2. Und der Brake-Knopf klappt nicht mehr. Was soll denn der Scheiß? Kommst du schon wieder an zu viel? Gap to Castle behind is increasing. It's now 1.3. Get ready. Da. Green, green, green. Start gewonnen, würde ich mal behaupten. Schön innen bleiben, keinen vorbeilassen. So, und wie ich das jetzt gesehen habe im Rückspiegel, ist eins der Schaeffler-Fahrzeuge vorbei. Dass jetzt ein Schaeffler-Auto hinter uns ist, auf Position 2 liegend. Unser Nachfolger, so. Also musste der Kassel jetzt doch federn lassen am Anfang. Und ich hasse es, mit kalten Reifen zu fahren. Das ist das Schlimmste, was es gibt.
der Kassel noch auf der 3. Immerhin. Ich würde sie mir mal wünschen. Die Kingfisher ist ja diese Saison mit Pech geplagt. Da tun so viele Punkte natürlich extrem gut. Jetzt, wo die Reifen warm sind, wollen wir ein bisschen besser einlenken. This is brilliant. Keep it up. That's the fastest lap of the race. Aber der Kassel hält sich vorne echt gut. Der kann die Zeit mitgehen. Zwar nicht die von mir, aber vom Tritt. Ne, was dann kommt, schon. The gap to Scott behind is now 1.4. Aber ich weiß ja, woran das liegen kann. Ich meine, auch diese Startfunktion, diese Starttaste. Das war, ich habe nichts geändert, nichts. Während der Saison kann man ja gar nichts verändern. Ich habe auch nicht auf einmal irgendwie zufällige Startplätze angemacht. Ich bin jetzt Qualifying gefahren, das habt ihr ja gesehen. Ich frage mich, warum der Kassel so weit vorne ist und warum der Startknopf nicht mehr funktioniert. Let's get some heat into these brakes. Wer mir das beantworten kann, der kriegt einen Keks. Die Runde war jetzt nicht so gut. 1:31,7 nur. Aber davor, das war wieder eine 1:30,9. Also ich kann die Zeiten immer noch fahren vom Qualifying. Just 5 minutes left. Hold your nerve. We can win this. That's half distance. You're looking good for fuel. Closes in 2 minutes. Okay, mal kurz durchatmen. Also, jetzt links die Tabelle angucken. Scott immer noch hinter uns. Dann kommt Kassel. Dann mit über eine Sekunde Abstand kommt DeO, wer auch immer DeO ist. Dann Innocenti, da, K. Wo ist denn Oshima? 13. Achso, der ist gar nicht in die Box gefahren, okay. Exit's clear. Push.
Also das heißt, wir können dadurch, dass wir die ganze Zeit, oder was heißt die ganze Zeit, ich bin erst 2 Runden draußen gewesen. Und davon war eine Zeit schon mal eine Qualifying-Zeit. Und die letzte Runde, die In-Lap, die war auch nicht schlecht. Also ich fahre die ganze Zeit Qualifying-Zeiten. Dadurch kann ich mir erklären... Genau, dadurch kann ich mir nämlich erklären, dass ich zum Scott nach hinten 2 irgendwas Sekunden Abstand habe. Weil ich einfach dann pro Runde eine halbe Sekunde schneller fahre wie der oder so. Oh, 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 oh. Watch those track limits. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Da war ich so in meine frühzeitige Analyse hier vertieft, dass ich gar nicht mitbekommen habe, dass da die Kurve war. Ich sag ja, don't talk and drive. So. Dadurch kann ich mir erklären, dass ich jetzt zumindest schneller war als er. Wenn ich mir nicht erklären kann, ist wie das eine Kingfisher-Auto, der Kassel. Wie der Kassel so weit nach vorne kommt und warum der Start-Button nicht mehr funktioniert. Und... Ja, okay, der ist jetzt nur noch eine halbe Sekunde dran. Weil guck mal da, 7,7, 9,9, der ist 2 Sekunden, 2,2 ist der DO, wer immer das ist. Hinter dem Kassel. Das heißt, der Kassel kann absolut die Zeit mitgehen. Ist echt keine Ahnung, was das Spiel hier gemacht hat. Das wird mich auf jeden Fall noch lang beschäftigen hier, das Ganze. So, gerade mal gucken, wenn wir hier durch die Kombi sind. What's my best lap time? 1:30.9 seconds. Ja, also 1:30.9, das ist eine Qualifying-Zeit. Jetzt funktioniert auch der Crew Chief wieder. Ach, keine Ahnung, leckt mich doch am Arsch. Leckt mich doch am Arsch. Ist das schon die letzte Runde oder ist sie das noch nicht? How many laps to go? Less than a minute. Less than a minute. One more lap. Keep it together. We'll win this. Okidoki. Fastest lap for Dorleans, 1:30.9 seconds. Und obwohl der gerade eine schnellste Zeit gefahren ist, obwohl der gerade eine schnellste Zeit gefahren ist, ist der immer noch 2,4 hinterm Kassel. Und der Kassel hat in dieser einen Runde 0,7 auf mich aufgeholt. Gap to Scott behind is now 1.5 seconds. So, jetzt hier in den letzten Kurven kein Risiko mehr machen, einfach nur noch durchrollen. Und dann ist das Ding gewonnen! Jaha! Well done, mate. That was absolutely perfect. Great win. Sehr gut! Schick, schick. Ah ne, der Orleans ist noch... Oh, schade, der Kassel ist noch in die 5 abgerutscht. Und in den Ende der letzten Runde noch geschlackelt. Schade, schade, schade. Wo ist denn der... Wo ist denn der Oshima? Auf 14! Der hat nicht gepunktet! Ist das geil. Also was mit dieser KI los ist. Ich meine, der Oshima ist ja von 7 gestartet oder so.
hätte er so ein Rennen wie gestern hingelegt, dann wäre der ja locker auf, keine Ahnung, 3 vorgefahren oder so. Aber nee, der hat sogar noch Plätze verloren. Also irgendwie hat es gerade zwischen den 2 Rennen die KI quasi einmal umgedreht. Das ist ja echt der Hammer. Krank. Okay. Ja. So sieht's Podium aus. Auch ein JVC? Puh. Okay. Ich weiß nicht, was los ist. Aber in der Fahrerplatzierung sieht es so aus. 116 und 100... so. 144. Ja, zeig's nochmal. 144 und 116. Ich will jetzt nicht rechnen. Das sind 28 Punkte Abstand. Das heißt, am nächsten Wochenende könnten wir aus eigener Kraft wieder vorne sein. Und zwar deutlich. Hoffen wir mal so. Teamplatzierung. Deutsche Post Rennteam hat auch ein bisschen zugelegt, meine ich. Der Abstand ist auch kleiner geworden. JVC 72, okay. Das haben die aber nicht an diesem Rennen geholt. Also die müssen schon vorher besser gewesen sein. Da habe ich die vielleicht falsch eingeschätzt. Ah, genau. Icewatch, die waren so weit hinten. Ja. Hier, Kingfisher. Respekt, wie auch immer ihr in die Punkte gekommen seid. Aber okay. Ja, Oshima nach wie vor vorne. Dann komme ich. Dann kommt was auch immer. Dann Teammeisterschaft 2, Fahrerwertung 2. Ist eine vielversprechende Saison. Jetzt muss ich mal gucken, weil demnächst ist ja auch 24-Stunden-Rennen. Ich glaube, ich rufe da nochmal den Jens Marquardt an und frage da nochmal nach, weil das Angebot steht ja noch, soweit ich weiß, dass ich da entweder nochmal testen darf oder vielleicht sogar mitfahren darf im 24-Stunden-Rennen. Ich brauche ja noch die Nordschleifen-Qualifikation. Moskau Raceway. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Alles klar. Aber ja, ich höre da nochmal beim Jens nach und frage nochmal, wie es da so aussieht mit VLN oder so. Ne? Und dann schauen wir mal. Aber nächstes Wochenende ist das erste Mal Hungaroring. Und bis dahin. Halt die Wurst hoch. Ciao.